Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Blood and Wine. Wir sind eigentlich genau an der gleichen Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Mit dem Vampir Detlef und dem anderen Vampirfreund. Die Mutter lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sie strafen. Genau, und ich wollte ja eigentlich da weitermachen bei dem Friedhof, aber dann ist mir noch was anderes aufgefallen. Wir haben durch die Hauptgeschichte haben wir zwei weitere Quests bekommen. Einmal der verwundete Julon, der wollte eine Monstertrophäe von dem Glumar haben, aber ist dabei verwundet worden. Und dann einmal, dass wir nach Hause gehen sollen. Zu Hause ist am schönsten und das sind natürlich keine normalen Nebenquests. Dann habe ich eben nochmal neu geladen, weil ich wollte jetzt einfach mal schon mal Richtung laufen, wo wir Julon besuchen können, aber dann bin ich hier auf den Platz gegangen. Da sehen wir auch oben auf der Minikarte dieses orangene Ausrufezeichen. Mein Herr, ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Da steht Porto bezahlt. Ach komm, 5 Kronen. Hier, danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Genau, da kommt der nächste Brief vielleicht umso schneller an. Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Yennefer. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Ja, das könnte es auf jeden Fall, ey. Jetzt habe ich natürlich wieder 10 verschiedene Sachen, die ich machen kann. Der Brief von Yennefer, ja. Den haben wir jetzt auch gelesen. Tja, keine Ahnung. Also, was ich aber sagen kann, dass solche Sachen wie jemanden besuchen, der jetzt da gerade im Zelt des Doktors ist, das wird nicht ewig so bleiben. Wenn es so abläuft wie im Hauptspiel oder auch in anderen Expansionen, das müsste man dann schon machen, ja. Weil wenn man dann zu weit in der Hauptgeschichte weitergeht, dann ist ja dieser Besuch bei dem Julon ist dann halt einfach nicht möglich. Oder die Beziehung zu ihm ist dann halt alles andere als toll, ja, weil er sich dann denkt, okay, Geralt hat ja überhaupt kein Interesse an mir. Dem ist das scheißegal, dass ich ihn nur in ein Gespräch gebeten habe. Neue Markierung, Anschlagbrett. Okay. Also, aber ihr seht's. Le Grand Palast, der große Palast. Aber hier ist eine Wegmarkierung, die können wir jetzt nutzen. Schöne dann, Melodie. Dann werden wir natürlich, ich habe ja einen Plan gehabt, direkt zum Friedhof zu gehen, aber die wichtigen Nebenquests, das muss auf jeden Fall dann auch vorher gemacht werden. Vor der Hauptgeschichte. Und hier müssen wir einfach nur wieder zum Turniergelände, wo wir schon waren. Und das passt ja schon, ey. Und das mit den Hexermutationen, das muss ich ja eigentlich auch direkt machen. Ja, also. Die neuen Mutationen, die Geralt dann um einiges stärker machen. Da könnte ich mir auch gut vorstellen. Da stand nämlich auch in diesem spoilerfreien Review drin. Ne? Also das war ganz schön knackig, hatte gemeint. Bis er irgendwelche
bis sie dann halt so diese Sachen dann halt weiter ausgeforscht hat. Ach, davon ist er ja schon. Das ist er, so ganz ohne Rüstung erkennt man den kaum, ne? Was macht die Wunde? Geht es dir besser? Sie heilt vorzüglich. Aber ich versuche, Ärger erstmal aus dem Weg zu gehen. Um ehrlich zu sein, ich wollte dich deswegen sprechen. Soll ich für dich einspringen? Dir irgendwelchen Ärger abnehmen? Das könnte schon sein. Weißt du, da ist dieses Mädchen. Nein, eigentlich eine Dame. Ich fürchte, jemand hat sie verzaubert. Womöglich sogar verflucht. Lass mich die Symptome raten. Sie hat kein Interesse an dir. Lass mich raten. Sie wurde plötzlich kühl, eingebildet und abweisend, obwohl sie am Abend zuvor noch mit dir geturtelt hat. Hexer, du scherzt. Doch die Sache ist ernst. Die fragliche Dame hat ihren Platz in meinem Herzen. Das will ich nicht leugnen. Ich fürchte, sie ist das Opfer böser Magie. Und ich weiß nicht, wer ihr helfen könnte. Warum glaubst du, dass sie verflucht ist? Ich bitte dich. Du musst alles, was ich sage, für dich behalten. Ich würde es nicht wagen, so indiskret zu sein, aber ich mache mir solche Sorgen. Vivienne meidet jede Gesellschaft. Sie ist das schönste Mädchen am Hof, aber sie hält sich alle Männer vom Leib. Daher verfiel ich auf eine List. List? Steht sowas einem Ritter an? In der Schlacht gewiss. Und ist nicht auch die Liebe eine Schlacht? Eines Abends hatte ich mich bei der Hütte ihrer Näherin versteckt. Als Vivienne herauskam, trat auch ich aus meinem Versteck und arrangierte einen sanften Zusammenstoß, worauf ich ihr meine Begleitung anbot. Sie willigte ein. Und zuerst war alles gut. Ich schlug einen hübscheren Weg vor. Wieder war sie einverstanden und es entspann sich sogar ein Gespräch, als wir uns ihrem Haus näherten. Und dann? Und dann begann sie plötzlich, mitten im Satz zu kreischen. Ich war wie erstarrt und blieb stehen. Sie errötete und rannte davon. Ich stellte ihr nicht nach. In der nächsten Zeit versuchte ich immer wieder, mich ihr zu nähern und zu erfahren, was geschehen war. Ich befürchtete, sie könne in Schwierigkeiten stecken. Ich merkte, dass sie oft zu den Wäldern ging. Auf einer Wiese bei einem Waldsee sah ich sie. Ich versuchte ihr zu folgen, aber sie entschlüpfte mir jedes Mal. Als würde sie sich in Luft auflösen. Was du da gehört hast. Vielleicht war sie einfach heiser. Würde ich es für möglich halten, dass dieses Geräusch natürlichen Ursprungs war, hätte ich niemals deine kostbare Zeit verschwendet. Ist dir sonst noch was Merkwürdiges aufgefallen? Weitere Symptome? Nein. Vivienne geht mir seit dieser ersten Begegnung immerfort aus dem Weg. Aber die Leute reden. Worüber? Darüber, wie verschlossen Vivienne ist und dass man sie nie mehr nach Einbruch der Dunkelheit sieht, dass sie bisweilen wie vom Erdboden verschluckt ist. Daran kann ich nichts Ungewöhnliches finden. Erzähl mir mehr über Vivienne. Wer ist sie? Was weißt du über sie? Sie ist die Hofdame Anna Henriettas. Auch ihre Mutter war Hofdame, ihr Vater ein Ritter. Mehr weiß ich nicht. Denn die Herzogin wird ungehalten, wann immer ich nach Vivienne frage, die ihre Zeit überwiegend im Palast verbringt. Doch wir haben Glück, denn sie ist heuer die Patronin des Turniers. So wird jedem Teilnehmer eine Audienz mit ihr gewährt. Es trifft sich schlecht, dass ich gar kein Teilnehmer bin. Da habe ich schon eine Lösung. Du nimmst meinen Platz im Turnier ein. Dann kannst du mit ihr sprechen. Ich habe mich sehr darauf gefreut, das Turnier zu gewinnen. Doch für Vivienne würde ich jedes Opfer bringen. Jetzt machen wir hier das Turnier mit, oder was, ey? Da hätte ich aber schon gerne die Hexermutation. Reden wir zuerst über meine Belohnung, erzähl mir mehr. Wie funktioniert das Turnier genau?
Das ist die Veranstaltung des Jahres. Die Ritter strömen aus aller Welt herbei und wetteifern um den großen Preis. Und noch mehr um die Ehre natürlich. Es handelt sich um einen anspruchsvollen Test der Reit-, Schieß- und Fechtkünste. Ich habe mich schon qualifiziert und hatte große Hoffnungen auf den Sieg. Aber... Ja, ich verstehe. Für Vivienne tust du alles. Komm, gib mir mal eine Belohnung, ey. Ich brauche... Das ist ein ungewöhnlicher Auftrag. Es kommt nicht alle Tage vor, dass ich an Turnieren teilnehmen muss. Das wird was kosten. Ich bin kein schwerreicher Mann. Aber natürlich sollst du einen gerechten Lohn erhalten. Was verlangst du? Kein schwerreicher Mann. Na komm, dann gehen wir nur ein bisschen hoch, hm? So knapp auf die... Einverstanden. Diesen Betrag kann ich aufbringen. Na gut, ich kümmere mich darum. Du hast mich neugierig gemacht. Ich stehe für immer in deiner Schuld. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass du nicht ausscheidest, bevor du Vivienne getroffen hast. Was heißt das? Kannst du mir eine Kostprobe deiner Reit- und Schieß- und Fechtkünste geben? Und du musst die Turnierregeln lernen und wissen, wie du sie praktisch anwendest. Ich will deine Fertigkeiten damit nicht anzweifeln, aber jeder muss üben. Auch ein Hexer. Außerdem ist Turnier ja nicht gleich Turnier. Es ist nicht immer überall das Gleiche gefragt. Es geht vor allem um Rennen. Also, womit fangen wir an? Du hast die Wahl. Also ich glaube, bei diesen Übungen brauche ich nicht unbedingt Hexermutationen. Das ist eigentlich okay. Schießübung, Reiten, Schwertkampf. Ich gucke mir das auf jeden Fall an. Ey. Ich will ja das Turnier gewinnen, Leute, gell? Schießen wir. Darauf habe ich am meisten Lust. Und bei den... Komm mit. Bei den Turnieren oder Wettbewerben, die man... misst du dich mit anderen in Sachen Zeit und Präzision. Wer zuerst alle Ziele trifft, hat gewonnen. Hoffentlich ist meine Hand so ruhig wie die von dem Liebesengel, der dein Herz getroffen hat. Manchmal begreife ich wirklich gar nicht, was du sagst. Weil da hatte man eigentlich auch immer nur eine Chance, so ein Rennen zu gewinnen. Ja? Und hier habe ich es gleich mit dem ganzen Turnier zu tun. Ich weiß nicht, was die Belohnung dafür ist, aber es hat sich bisher sonst eigentlich immer gelohnt. Deswegen ist Plötze bei mir auch so gut ausgerüstet. Machen wir erstmal hier eine Übung. Schießen. Ruhige Hand. Triff die roten Ziele. Okay. Triff alle 6 Ziele. Wie schieße ich denn jetzt? Oh, scheiße. Bin schon so viel Zeit verplempert, ey. Und war das gut genug? Nochmal? Hä? Das reicht. Genug geschossen. Und wohin jetzt? Möchtest du meine Meinung wissen? Wenn ich du wäre, würde ich vor allem auf dem Rennparcours üben. Oh, das macht auf jeden Fall. Reiten wir ein wenig. Das wird Plötze gefallen. Genau, das wird, macht auf jeden Fall Sinn. Wenn ich den Rennparcours schon mal hab. Komm mit. Also teilweise war es gar nicht so schwer, so ein Wettrennen zu gewinnen. Ich glaube aber einmal... Das Rennen des Turniers hat andere Regeln als die üblichen. Man tritt nicht gegen Kontrahenten. Wogegen denn sonst? Gegen die Zeit. Der Wettkampfparcours beginnt in der Arena, führt rund ums Turniergelände und endet wieder in der Arena. Der Übungsparcours befindet sich jedoch außerhalb der Arena. Dahin gehen wir jetzt. Oder was soll das denn bringen, ey? Ich krieg hier noch nicht mal die richtige Rennstrecke jetzt hier gezeigt, oder was? Du sollst doch meine Klinge polieren. Aber das habe ich. Ich habe die ganze Nacht poliert, geschärft, geölt. Mal gucken wir nicht, was ich gewinne, wenn ich hier das Turnier als Sieger bestehe. Ja, das will ich. Was ist das? Eine Städterin, okay. Komm, Julio, ist es nicht hier? Wo fängt's denn an?
Nips. Das war es nicht. Es ist alles bereit. Nun hör zu. Es ist nicht ganz einfach. An der Strecke stehen Attrappen und Ziele. Die Attrappen musst du mit dem Schwert, die Ziele mit der Armbrust treffen. Mit jedem Treffer, Schwert oder Bolzen, hast du mehr Zeit zum Abschließen des Parcours. Das mag einfach klingen, aber glaub mir, ich habe bei diesem Wettkampf schon viele Ritter schimpflich versagen sehen. Beim richtigen Rennen ist die Strecke mit Kampfrichtern besetzt, die dir Punkte geben. Fürs Erste kannst du aber ungestört reiten. Punkte, ey, das hört sich hier überhaupt nicht einfach an. Berittener Kampf, wenn du die Angriffsaske tötest, wird dein Zeitdu-Modus aktiviert, sodass du dein Ziel leichter treffen kannst. Geralt entscheidet je nach Position des Gegners selbst, von welcher Seite er angreift. Schießen, ich muss das gedrückt halten. Wenn du die Zielentaste gedrückt hast, wird dein Zeitloom in diesem Modus behält plötzlich ihr Tempo bei, sodass du die Galopptaste nicht gedrückt halten musst. Oh je. Yeah. Los, los! Extra Zeit hinzugefügt. Okay, wo muss ich irgendwas abschießen? Ah, jetzt habe ich schon wieder verpeilt, ey. Das ist doch lächerlich. Okay, der Weg ist nach rechts hier versperrt. Kontrollpunkte. Ich dachte, das ist hier Zeitlupe. Boah, das kann ich ja voll gut, ey. Oh yeah. Das ist schon ein bisschen mehr als einfach nur ein Rennen. Hey, Mann, ich bin da überhaupt nicht gut mit dem Scheißziel, ne? Und gut? Versuchst du es nochmal? Ich kann weitere Attrappen aufstellen. Nee, mir reicht's. Es reicht. Ich möchte mein Pferd nicht schon vor dem Turnier auslaufen. Und wohin jetzt? Kampfübung. Warum nicht Klingen wirbeln, tänzeln und schwitzen? Also schön. Wir üben Einzelkampf zwischen Infanteristen. Jeder Ritter wählt seine Kampfmethode selbst. Reinfahren kämpft zum Beispiel immer mit der Hellebarde. Komm mit. Ich brauche jetzt diese Übung nicht machen, wenn er macht. Zusammen mit anderen Rittern. Der Kampf ist echt ein Scharmützel nachempfunden. Zum Schluss wird dein Platz auf dem Podium per Zweikampf bestimmt. Wie gerne hätte ich gegen die Besten gekämpft. Jetzt denke ich nur noch an Vivienne. Vermutlich ist es gut, dass du an meiner Stadt antrittst. Ich glaube, ich könnte mich einfach nicht konzentrieren. Okay. Nee, dann werde ich lieber das richtige Turnier machen. Und wenn es nicht klappt, mach ich es gerade. Mach ich es gerade nochmal, ey. Wir sind den Traditionen abholt geworden. Wo einst die Tugend regierte, gibt es heute nur noch Niedertracht. Wo einst die Tugend regierte, gibt es nur noch Niedertracht. Na komm, weiter, weiter. Jetzt renne ich mal auch so wie der ein bisschen schneller. Stell dich in die Mitte des Übungsplatzes. Ein Ritter wird dich herausfordern. Mehr kämpfen, Armleuchter. Es ist nur recht und billig. Du willst kämpfen? Warum nicht? Reiß dir die Gedärme raus. Okay, das ist wohl die helle Bade. Tapferkeit. Aber blocken kann ich ja wohl, oder? Also ich glaube nicht, dass wir da Probleme haben, ey. Ich hatte damit gerechnet, dass du gut bist. Aber nun staune ich doch. Ich glaube, das reicht. Ich will nicht unhöflich sein, aber noch der schlichteste Hexerauftrag erfordert mehr Können als diese Art Kampf. Jetzt geh zum Anmeldezelt. Ruhm und Ehre sind gut und schön, aber der Papierkram muss stimmen.
Hejo, hejo, Ritter, die sind selten froh. Ja. Hallo, Geralt. Jo, hallo, Geralt. Was macht ihr jetzt? Liegestützen, okay. Das ist in voller Rüstung, das kann auf jeden Fall was bringen, ey. Die kann man nicht aufhalten. Also, jetzt gehen wir zum Anmeldezelt und da werde ich auf jeden Fall abspeichern, weil, ja, wenn das so wie im Hausspiel ist, man hat nur eine Chance. Benimm dich. Gibt da noch andere Beispiele für, dann, ne. Ich habe ja auch so eine tolle Trophäe bekommen bei irgend so einem. Da muss ich so Schweine einfärschen und 15% mehr Gold-Trophäe ist auf jeden Fall nicht schlecht. Okay, hier könnte es schon losgehen. Spiel speichern. Was steht denn hier? Puh, da sind hier einige. Palmerin. Der Mr. Palmerin macht auch mit. Okay. Hier gibt es einen Schreiber. Oh, was ist das denn? Eine Pflanze? Die Hahnfaser. Das nehme ich doch direkt mit. Hallo, ich möchte mich anmelden. Natürlich. Doch zuerst die Formalitäten. Auf Guillaumes Anforderung habe ich mich mit deiner Geschichte in heraldischer Hinsicht befasst. Ach was. Und was hast du rausgefunden? Meinen Nachforschungen zufolge kannst du als Geralt von Riva teilnehmen. Also sowas. Echt? Oder als der ehrenwerte Ravix von Vierhorn. Wir haben selten Teilnehmer, die sich zweier Wappen rühmen können. Welches ziehst du vor? Oh. Geralt. Ich wüsste gern, was du über Geralt von Riva so erfahren hast. Im Jahre 1267 wurde ein gewisser Geralt, Mitglied der Hexergilde, von Königin Meve zum Ritter geschlagen. Er erhielt den Namen Geralt von Riva. Dies geschah als Ehrenbezeugung nach besonderen Verdiensten in der Schlacht um die Brücke über die Jaruga. Du wirst wohl wissen, von welcher Schlacht ich rede. Ja, die alten Zeiten. Kahir und ich führten eine Handvoll Nordlinge gegen ein nilfgaardisches Bataillon. Wir haben die Schlacht nur gewonnen, weil wir unbedingt über den Fluss mussten. Ravix von Vierhorn? Wie hast du den ausgegraben? Hier in Toussaint nehmen wir Heraldik sehr ernst. Es brauchte nur einen einzigen Besuch in den herzoglichen Archiven, um die erforderlichen Informationen zu finden. Unter dem Namen Ravix von Vierhorn hast du am Fest zu Ehren von Prinzessin Pavetta, Tochter von Königin Calante von Cintra, anlässlich ihres 15. Geburtstags teilgenommen. Das stimmt. Ey, sag bloß, das wird irgendwie jetzt die Belohnung beeinflussen, ey, dank. Komm. Ich bin Geralt von Riva und fertig. Ich bin Geralt. Ich werde nicht unter falschem Namen kämpfen. Du magst nun den Schild mit deinem Wappen nehmen. Ich bin ein Hexer. Wir kämpfen nicht mit Schilden. Wer spricht denn von Kampf? Der Schild ist ein Andenken an deine Turnierteilnahme. Du darfst ihn mitnehmen. Tja dann. Vielen Dank. Ja, sind dir die Herausforderungen, Preise und Eide des Turniers bekannt? Wenn nicht, so lass mich dir davon künden. Guillaume hat mir ein wenig über die Wettbewerbe erzählt. Aber ich würde lieber sicher gehen, dass ich Bescheid weiß. Bewundernswerter Wissensdurst. Es gibt der Wettbewerbe drei. Einmal den Schießstand, wo du dich Seite an Seite mit einem Gegner misst. Beim Pferderennen gilt es, den Parcours binnen einer festgesetzten Zeit zu schaffen. Diese Zeit kannst du verlängern, indem du Ziele mit dem Bolzen und Attrappen mit dem Schwert triffst. Und dann gibt es die Gruppenschlacht in der Arena. Und als Krönung den Zweikampf gegen den letztjährigen Sieger. Nach Abschluss jedes Wettstreits werden die Ergebnisse am Brett vor meinem Zelt veröffentlicht. So weiß jeder immer Bescheid, wer gerade das Turnier anführt. Praktisch.
Tja, vielleicht muss ich ja gar nicht alle gewinnen. Was sind denn die Preise? Ich sag's gleich. Ich bin vor allem an den Preisen interessiert. Der Sieger eines Wettkampfs erhält eine Trophäe. Der Ritter mit dem besten Ergebnis nach allen Wettkämpfen tritt im finalen Zweikampf um die Ehre und den Titel gegen den letztjährigen Turniersieger an. Wer den Titelverteidiger besiegt, hat den großen Preis errungen. Dieses Jahr ist das ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schwert vom einzigartigen Cornelius von Assengard, dem berühmten Schwertschmiedemeister. Die allergnädigste Herrin hat es den ganzen Weg aus Nazair bringen lassen. Tja, das brauchen wir. Was hast du da von Eiden gesagt? Es ist Brauch, dass die Ritter Eide ablegen, welche für die Dauer des Turniers gelten. Man schwört auf etwas, das für die Tugend steht, die einem am wichtigsten ist. Tja, alles klar. Ich glaube, jetzt weiß ich alles, was ich je über Ritterturniere wissen wollte. Trefflich. In diesem Fall musst du deinen Eid leisten. Worauf willst du schwören? Beim Straps der Herzogin? Aha. Ja. Beim Straps der allergnädigsten Herzogin, ich werde die Rittertugenden im Wettkampf achten. Mögen die Götter dir bei deinem ruhmreichen Unterfangen beistehen. Bitte unterzeichne hier und fülle diese Formulare aus. Mehr brauche ich von dir nicht. Nun wirst du mit angemessener Rüstung versehen, so wie von Guillaume arrangiert. Oh je. Yeah. Hübsch. Außerdem erhältst du für die Dauer des Turniers ein Zelt. Das findest du bei der Arena. Viel Glück! So ein richtiges Ritterturnier, ey. Oh. Naja. Haut mich jetzt nicht um, das Wappen. Die Rüstung an sich sieht gar nicht so schlecht aus. Ich bin mal gespannt, was ist denn das jetzt hier? Okay, wie ist es denn im Vergleich zu meiner normalen Rüstung? Plus 5. Plus 2. Was hat das für Spezialdinge? Oh ja. Ist doch ganz cool, mal was anderes zu tragen. Geh zum Schießstand. Ey, jetzt komm. Frittierte Endriagendrüsen. Hundetitzen. Greif zu. Es geht los, Leute. Es geht los. Gezwirbelte Schweinohren. Zaunkönigtum. Komm, wir speichern mal ab. Nee. Spiel speichern, bitte. Wenn nicht, drehe ich das Rad der Zeit zurück, ey. Ich will hier gewinnen. Auf Nummer sicher. Wo ich überhaupt nicht gut bin im Schießen, ey. Mit Analogstick erzielen ist für mich irgendwie Geralt, viel zu selten. Also sowas, ist aus dir ein fahrender Ritter geworden? Spaß beiseite. Ich bin beruflich hier. Nimmst du auch teil? Ob ich teilnehme? Ich werde reinfahren von Atre hinwegfegen. Gerade habe ich ihn noch gesehen, ein Nervenbündel. Stopft sich die Nase mit Fistech voll, als könnte ihn das stehlen. Ist denn das regelkonform? Wer will schon einem Nilfgaarder beibringen, sich an die Regeln zu halten? Hör mal, Geralt, ein Rat. Leider wird bei deinem Zielschießen-Duell die Sonne dir genau ins Gesicht strahlen. Das ist mir völlig einerlei. Aber toll ist es nicht. Wir müssen doch jetzt beide warten. Spielen wir derweil eine Runde Gwint. Wenn du gewinnst, tausche ich mit dir. Ich komme aus dem Süden, mir macht die Sonne nichts. Oh, das machen wir auf jeden Fall. Quint spielen,